Ja, liebe Kirmes- und Freizeitparkfreunde, ich bin hier bei der Schaustellerfamilie Rasch. Ich bin Oskar Rasch, bin der Junior-Junior-Sohn von Rico Rasch, Betreiber. Wir sind hier bei eurem neuen Laden. Wie heißt der? Geisterfabrik heißt der, neuer Laden. Von außen sieht das schon mal absolut wahnsinnig aus. Sehr gut, das freut uns. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid hier mit dem Laden? Ja, die Idee ist schon bestimmt fast 4,5 Jahre alt. Wir waren in Amerika schon oftmals. Letztes Jahr war das 4. Mal, da haben wir uns nochmal neue Ideen geholt. Wir wollen ja erst eine klassische Geisterbahn machen, halt auch in die Größe, aber nicht mit das Interaktive. Ne? Das haben wir denn in Amerika, haben wir uns ein Bild gemacht. Und nach der Zeit kam das ein paar Rednereien, aber dann meine Planung 4,5 Jahre ungefähr, bis wir auf die Idee, wie wir es doch machen wollten, gekommen sind. Ne? Auf wie viele Transporter wird das verladen? Auf 14 Transporte. Meine Güte. Ja. Aber ich denke mal, wenn wir das nochmal besser verpacken, ist ja erst der 3. Platz, könnte das nochmal weniger werden, aber bis jetzt 14 ist Minimum. Ne? Und das ist ein ganz spezielles Fahrsystem mit so einem besonderen Aufzug, habe ich gesehen. Ja, genau, genau. Das war sehr schwer, das zu konzipieren, weil er auch so schnell hoch und runter gehen musste, aber bis jetzt sieht ganz gut aus. Ne? Wer hat das entwickelt? Reittechnik, die Firma Reittechnik hat das entwickelt. Ist das eine Weltneuheit hier mit dem Aufzugsystem? Ja, das ist eine absolute Weltneuheit. Mobil ist das auf jeden Fall eine Weltneuheit. Und ja, da fährst du durch und musst halt die Geister und Monster jagen. Ne? Wir haben über 200 bewegliche Effekte und Figuren und das Ganze ist interaktiv durch die Firma Weigel konzipiert. Bewegen sich die Figuren immer oder muss man die vorher irgendwie umschießen? Nee, die bewegen sich immer, aber wir haben auch mehrere Effekte, die erst ab einem gewissen Punkt losgehen, ne? Da, wo du erst dann die Ziele sehen können. Außen kann man schon an den Geräuschen entnehmen, dass da richtig zur Sache geht. Es ist familienfreundlich halt, aber schon ein, zwei Dinger sind da schon, wo man drauf achten könnte. Ne? Wie lange geht so eine Fahrt? 4 Minuten ungefähr. Ist das schon ordentlich für eine Kirmes? Ja. Allerdings 400 Meter Schienenlänge, da kommt schon was rüber. Ne? Also ich würde mal behaupten, das Ganze hat schon so ein Freizeitparkniveau. Also ich denke mal, das setzt wieder neue Maßstäbe. Ja, das hoffen wir. Wer hat das jetzt genau entwickelt? Mein Vater und die Firma Reittechnik. Also das Grobe, wir haben uns mit der Firma Reittechnik zusammengesetzt und haben dann das Grobe besprochen ungefähr. Und nach der Zeit ist, man hat ja nicht gesagt, wir wollen das und das und das haben. Und es kam auf einmal, sondern das hat sich ja alles über mehrere Jahre hingezogen, dass wir das nochmal wollen, das nochmal wollen. Also der Flugsimulator, der kam aus dem blanken Hans. Wir wollten das ja bauen lassen komplett. Und da hatten wir aber noch mehrere Einzelteile von blanken Hans gekriegt. Das ist von der Firma Zierer gewesen. Die haben wir ausgebaut aus Büsum. Und da haben wir da den Flugsimulator her, den Fahrstuhl hatten wir daher. So, das haben wir dann nochmal mit eingebracht. Ne? Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil es kam ja immer mehr Ideen. Du hast ja einen Film gesehen und du hast eine Idee, die fandest du gut und du wolltest sie auch haben. Ne? Du hast ja viel Spielraum. Ne? Mit der Firma Reittechnik kommen wir ja gut klar. Wir haben ja ein Riesenrad gebaut, wir haben das Fuzzi-Slachsalon da gebaut. Da haben wir uns mal eine grobe Vorstellung gemacht und dann kam es dazu. Erzählt das Geschäft auch eine Geschichte? Das war eine Fabrik über chemische Erzeugnisse und da gab es einen kleinen Unfall. Und seitdem sind da Monster und Geister drin, die Fabrik übernommen haben. Ne? Habt ihr auch Live-Erschrecker? Ja, haben wir. Wo kann man eure Geisterbahn in diesem Jahr noch sehen? Hamburg Sommerdom, Bremen und Hamburg Winterdom. Wie viele Chaisen hat das? 7. Wir hatten 8 gehabt, aber fahren mit 7. Die Schienen, was ist das jetzt? Ist das so ein klassisches System wie in der Geisterbahn oder ist das irgendwie eine Neuentwicklung? Ja, wir sind natürlich beim klassischen System geblieben, das heißt über eine Stromschiene, mehrere Strombügel, aber wir haben viel Technik noch mit hinzugebaut. Durch die ganzen Blockwächtersysteme können wir genau am Monitor sehen, wo sich die Gondel befindet, wie schnell die Gondel ist, was die Gondel zurzeit macht, an welche Figur sie vorbeifährt. Wir haben das Klassische mit den neueren verbunden halt, ne? Aber wir sind bei einem alten, bewährten System geblieben, aber ein bisschen verfeinert, ne? War das eigentlich schwierig, mit dem Aufzug den da zu integrieren in die Bahn? Ja, es war schon eine schwierige Angelegenheit, aber ist ja nicht so, als hätten wir es nicht geschafft. Also ich finde das mega. Also sowas habe ich noch nie auf einer Kirmes gesehen. Nee, deswegen machen wir es ja. Und nochmal neue Maßstäbe zu setzen, wie du sagtest. Wer hat die Figuren in der Bahn hergestellt? Die Firma von Hippel aus Schwerin.
Mit denen kommen wir, von denen habe ich schon vor 20 Jahren Figuren bauen lassen. Dann sind wir da hingefahren und dann hat er uns ein gutes Angebot gemacht und wir sind mit der Firma zufrieden. Und dann kam das alles so, ne? Wir hatten auch Kirmes-Fans, das waren zwei Mann-Gruppe plus Vater. Der kam bei uns, der kam nach uns und hat uns gefragt, wie das denn ausschaut, ob er uns ein paar Figuren bauen könnte. Die Firma heißt Hüttinger mit Animatronics, kennen Sie? Sagt mir auch nichts. Die kam auf uns zu und hat gefragt, ob sie es machen können und die würden ein paar bei uns hinstellen und die würden dann auch unterstützt. Ne? Die stehen jetzt auch drin. Das sind zwei Figuren, wahnsinnig gute Figuren. Den haben wir dann auch einen kleinen Schub gegeben. Ne? Die Fassade, ne? Wie wird das eigentlich installiert hier? Die Fassade sind mehrere Kranteile und die werden dann einfach zusammengesteckt. Ne? Mhm. Ist das schwierig, der Aufbau? Na, geht, ne? Ich musst du halt ein bisschen Gefühl für haben, aber sonst geht's. Sonst geht's. Wie ist das mit der Technik? Sind da so Sensoren drin, wo man dann vorbeifährt und dann löst das aus? Und wie funktioniert das mit den, dass man so irgendwie zielen kann auf irgendwelche Gegenstände? Das System an sich, funktioniert genau wie eine Fernbedienung. Wenn du mit einer Fernbedienung zum Receiver drückst, dann tut das ein Signal machen, das zurückgeleitet wird. Und so funktioniert das mit unseren Zielen auch. Das heißt, schießt da drauf, das Signal wird zurückgeläutet im Monitor und das zählt deine Punkte. Ist da eigentlich noch irgendwas geplant, dass in der Zukunft da noch einiges passieren wird? Ja, da passiert noch einiges, aber wir wollen nicht so viel verraten. Also an dieser Stelle Gratulation vom Kirmes, Markus. Super cooles Geschäft, super coole Idee. Dankeschön, Dankeschön. Es freut uns. Also im Internet habe ich schon einige Videos gesehen und ich fand das vielversprechend und darum bin ich auch hergekommen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Mir macht es auch immer selbst Spaß zu fahren und das nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was man da so doch geschaffen hat. Das ist eine Pistole, die ist genau wie ich schon erklärt hatte, auf den Fernbedienungsprinzip aufgebaut. Das heißt, hier ist der Sensor. Der gibt das Signal zum Ziel weiter, kommt wieder zurück und dann hier im Punktesystem. Wir haben auch verschiedene Linsen eingebaut. Immer die mittigen Pistolen, die sind für Kinder, weil die Kinder sitzen ja, wie man es kennt, in der Mitte, die haben ja am meisten Angst. Die haben die Linse hat einen höheren Sprühwinkel wie die, dass sie an die Ziele besser punkten können. Ist die Geisterbahn für die ganze Familie? Ja, wir wollten ja immer, jeder unserer Geisterbahn war familienfreundlich und wir wollten von unseren Zielen abhalten. Ne? Wir haben es ein bisschen lustiger gehalten, wie man sieht es ja hier. Bei so einer Sache haben wir alles ein bisschen lustiger gehalten. Wir haben auch ein paar Schocker drin. Wir wollten, dass auch die Eltern auf den Kosten kommen, aber wir wollten ein bisschen so im Stil bleiben halt. Ne? Das ein bisschen lustiger machen. Wir sind ja einige Personen hier und wir wollen jetzt so eine Mini-Backstage-Tour machen. Das heißt nicht so eine mega große Tour, sondern es geht eigentlich auch mal um den Aufzug, der sehr interessant ist. Da gehen wir jetzt mal hin, oder? Komm doch mit. Boah, das ist ja cool hier. Die Köpfe und Hände kommen von Firma von Hippel, aber sonst der Rest ist alles Einbau. Also sieht richtig geil aus. Der kleine Hebel, der ist dafür da, dass er den Kontakt kriegt. Und hier unten siehst du die Rücklaufsperre, die da gerade eingeknickt ist. Das ist dafür da, dass der nicht zurückgeht. Und wenn er oben angekommen ist, siehst du diese halbe Schiene. Das ist dafür da, da liegt sich die Gondel rein. Dann läuft der Strombügel zur anderen Seite hin und dann kann die erst weiterfahren. Richtig cool finde ich ja mit diesen Lampen da drunter. Ja. Wir haben ja heute auch den Themenparkhunter hier. Erstmal hallo. Guten Abend, lieber Markus. Alles fresh bei dir? Bei mir ist alles in Ordnung. Wir sind ja hier bei einer super coolen Attraktion und ich bin ja richtig geflasht vom Aufzug hier. Ja, ich auch. Wa? Sieht geil aus. Ist ein Riesending. Ne? Allein wie viele Meter fährt man denn hoch ungefähr? Allein die 17 Meter, die man da hochfährt, ey, das sieht schon phänomenal aus. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet gleich. Ne?
Findest du das interessant, mal hier hinter die Kulissen zu schauen? Definitiv ja. Also als Kirmes-Fan allgemein ist es auch cool, immer im Backstage-Bereich zu sein. Bist du auch ein Kirmes-Fan? Ja, schon. Und findest du das auch mal interessant, hier hinter die Kulissen zu schauen? Es ist auf jeden Fall was anderes, als die Fahrgeschäfte jedes Mal von außen zu sehen. Von hinten ist es einfach interessant, mal so zu gucken, wie funktioniert das alles. Was ist das hier eigentlich für ein Auflieger hier? Das ist der HFR-Auflieger, den haben wir aus Dänemark, haben wir uns den geholt. Das ist ein Transport, der ganze Aufzug an sich. Und den haben wir uns in Dänemark anfertigen lassen, extra dafür. Ne? Hier oben sieht man noch so einen Kühler, ne? Ja, genau. Ist das manchmal wirklich so, dass es so heiß wird? Ja, aber das ist nichts Schlimmes jetzt, denn das Heißfeld, das ist normale Betriebstemperatur, nimmt das einige mal ein. Der Kühler kühlt schon so runter, dass der immer auf einem bestimmten Level bleibt, ne? So, das ist ganz schön groß hier, ne? Ich war noch nicht mal drin, aber ich bin jetzt schon geflasht. Also, es ist komplett was anderes wie eine normale Geisterbahn, ne? Ja. Was mich sehr freut, weil Innovation auf der Kirmes haben wir ja immer gern, ne? Dass mal was anderes gemacht wird. Das ist ein cooles Fahrzeug hier, ne? Ja. Also das ist hier so ein Rad von so einer Chaise. Ja genau, das ist ein Rad von der Chaise, von Zierer für uns geliefert. Wir haben ja wir verbauen ja wirklich die Schalen, die wir damals von Zierer so gekriegt haben, ne? Und das komplette System, ne? Wurde alles natürlich modernisiert, aber ist alles doch von Zierer. So, wie sieht's aus? Hast du ein bisschen Respekt oder Angst? Angst. Ich denke mal, bei einer richtigen Geisterbahn muss man auch ein bisschen Angst haben, oder? Bei richtigem Horrorfilm denke ich auch. So, wir lassen mal kurz hier die Figur drehen, ne? Das ist so also eine Mischung aus Chucky, die Mörderpuppe und was noch? Eine Mischung aus Joker, Chucky die Mörderpuppe und Bane aus Batman Teil 3. Voll cool. Richtig, richtig geil. Und sehr kreativ auch. Guck mal, der hat sogar am Rücken noch irgendwie so eine Flasche. Ja, das ist ein Sauerstoff wahrscheinlich. Oder seine Milchfläschlein. Ne? Aber süß. Würde ich als Kind adoptieren. Also ich finde, die Bahn hat hier schon so eine Art Freizeitparkniveau. War zwingend mal nötig, ne? Weil normalerweise Kirmes war immer das gleiche und jetzt hat man halt ein bisschen mehr Abwechslung. Was denkst du denn, was jetzt so passiert? Also laut den Pistolen denke ich mal, dass es so ungefähr wie Maus Schuklaus und Phantasland sein wird, nur halt ohne Brillen und halt Live-Erschrecker. Darf ich dich mal fragen, warum die jetzt eine Kapuze aufgezogen hat? Damit ich die zuziehen kann. Also du hast so ein bisschen Schiss? Ein bisschen, ja. So, liebe Kirmes- und Freizeitparkfreunde, jetzt erlebt ihr hier die Fahrt mit der. So, bist du was aufgeregt? Bisschen. Später eine Runde mit dir durch den Rhein. So, jetzt Konzentration, jetzt geht's nämlich los hier, ne? Ja, hey. Geht los, Adrian. Ich tue meinen Kopf auch gleich so. Ohne Witz. Das war schon mal gut. Nebel. Bis jetzt, oder? Bis jetzt? Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder schießen. Boah, das ist echt wieder eine Achterbahn. Guck mal, das muss doch noch richtig nach deinem Geschmack sein hier, oder? Auf jeden Fall. Schießen und geistern. Was will man mehr?
Ich habe sogar schon 5.100 Punkte, Leute. Was? Zeige ich euch mal. 5.000. Boah, jetzt wird's geil. Jetzt wird's schon. Wie viele Wagen sind am Einsatz? Sieben zur Zeit. Und die kann man alle nachverfolgen, wo die jetzt gerade sind? Ja, genau. Und die sind dann auch schön nummeriert. Hier sieht man das zum Beispiel Nummer 5, Nummer 7, Nummer 4, Nummer 1. Genau. Was ist denn das hier unten für ein Display? Das ist das Display für alles. Das ist das Mutterschiff. Hier kannst du genau antippen. Jedes Licht kannst du hier antippen. Die Schrift, also das ist halt das Hauptding. Ne? Und jetzt sind wir weg. Tschüss. Ja, dann mal vielen Dank für das nette Interview. Bitteschön. Jedes Mal wieder.